Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Worst Case Z, ein Horrorspiel auf Steam. Das Spiel hat übrigens einen Virus vermeldet. Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Worst Case Z, ein Horrorspiel, das es zurzeit auf Steam gibt. Und ja, als ich es gestartet habe, hat mir ein Virenscanner, oder fick dich. Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Worst Case Z, ein Horrorspiel auf Steam. Als ich es gestartet habe, hat mir mein Virenscanner gemeldet, dass es sich um einen Virus handelt. Das fängt schon mal gut an. Hey Leute, ich bin der Bruger und wir schauen uns heute mal ein kleines Horrorspiel aus Thailand an. Die Demo von Araya nämlich. Gibt's auf Steam und kommt jetzt wahrscheinlich irgendwann, vielleicht dieses Jahr noch raus. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich kann euch genau sagen, was das heißt. Ja, ich werde was zu trinken holen, ich komme später wieder. Habe ich jetzt wie durch Zauberhand alles lesen können. Ist thailändisch, kann ich halt. Oh, wie gut, dass ich das auch lesen kann. Da steht, in einem Zeitungsartikel steht, dass 5 Menschen brutal in einer schrecklichen Tragödie getötet wurden. Ich kneife schon wieder die Arschbacken zusammen. Oh! Es ist besetzt. Ja, ich habe kein Klopapier. Du musst mal bitte los und mir holen. Oh Gott, Leute, ich bin auch ein bisschen übernächtigt. Ich habe nicht geschlafen die Nacht, ja? Ich bin total durch. Ein leerer Umschlag. Ha! Oh Gott! Ist Rollstuhl. Oh! Also ich habe meinen Spaß, die Kinder nicht. Ha! Keep silence. Ja, Entschuldigung, wenn ich so laut schreie. Es ist keine Absicht, ja? Es passiert nur nicht alle Tage, dass ich in einem Krankenhaus von irgendwas gejagt werde. Was ist denn? Was? Because of you? Singt die jetzt was von Faith Hill oder was? Ah! Because of you! Ah! Alter! Oh. Was macht die komische Frau da? Because of you! Gut, das war's mit Araya. Das war ein recht kurzes Vergnügen. Ladet's euch mal runter, ist kostenlos. Das kann ich sonst noch sagen. Viel Spaß damit. Danke fürs Zusehen. Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Ah! Ah, nein! Ah, das hat mich umgetreten. Oh, ich renne jetzt einfach mal ein Stück, ja? Ah! Ah! Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Black Rose. Wir starten! Irgendwas ist unter dem Tisch. Ah! Sie werden ihn nicht finden. Niemals. Ist das Devin? Oh! Oh Gott. Meine Fresse, macht das doch nicht immer. Wo ist der Mauszeiger? Wow. Der Mauszeiger ist weg. Oh! Nein! Oh! Oh! Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Blameless. Ein Seitenschneider. Ja, die kann man immer gebrauchen, Mensch. Damit kann man schon jemandem eins über den Schädel ziehen. Wenn der Typ nochmal kommen sollte, dann kann ich mich auf jeden Fall verteidigen. Sobald er sich blicken lässt, gleich auf den Kopf. Ja. Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier Sophie's Curse. Guckt mal, hier ist was Neues. Und zwar ist hier mein Herzschlag und da ist der Puls, wie schnell der ist pro Minute. Ich habe nämlich hier so ein Teil an von Nuvidia. Die haben mir das zukommen lassen. Vielen Dank dafür, denn sie sagten, wow, jetzt ist es ausgefallen, weil ich das Kabel irgendwie, warte mal. Ach, jetzt geht's wieder. Normalerweise habe ich einen Ruhepuls von 65. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen hiervon gesoffen. Das ist ein Energy Drink, ja. Ein bisschen nervös deswegen. Alles gut, alles gut. Was macht mein Puls? Oh Gott, er hat ein bisschen ausgesetzt. Habt ihr das gesehen? Erzähl mir nicht, dass ich 79 Puls hab, du Arsch. Ich meine, ich kann es im Nachhinein noch schneiden, das Video. Keine Sorge, wenn... Ja, Searching, ich hab zu sehr gewackelt. Leck mich doch am Arsch. Nein, 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 nein. Ich hoffe, ihr seht alles. Das ist gerade ein bisschen kacke, Leute. Ah, du blöde Sau! Oh. Irgendwas stimmt nicht mit dem Pulsmesser. Da steht was von 94 oben. Ah, du blöde Sau, Mann! Ich kann das nicht mehr spielen. Ich krieg hier Anfälle. Ah.
Oh, ah, du blöde Sau, was soll ich denn machen, Mann? Ach, Kinder, ich will nicht mehr jetzt. Wie viel Hammer? Das reicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Sophies Arschkrampe. Arschkrampen-Geburtstagsparty, die keiner besucht. Hey Leute, willkommen zurück zu Sophies Curse. Wir machen weiter. Um 8 Uhr abends, ja? Es geht noch ganz lang, das Spiel. Ja, was habe ich mir nur hier angetan mit dem tollen Spiel, ne? Oh Gott, Kinder, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen letztes Mal. Das war richtig schlimm für mich. Ihr macht euch drüber lustig. Ah! Du dumme Sau. Oh, warum denn? Ich weiß... Oh. Boah, meine Pumpe. Alter. Oh. 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 Ah, du ekelhaftes Miststück. Genau das meine ich. Ich mach das nicht mehr jetzt hier. Ich drehe mich nicht mehr hin, weil ich das Geräusch höre, dieses... Oh. Oh Gott. Was soll ich denn machen, du dummer Kuh? Oh. Wie soll ich das machen, wenn die komisch so rumgurgelt da? Oh. 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 10 Uhr! 10 Uhr! Tschüss! Nächstes Mal geht's weiter. Kack, Kacke, Kack Sophie. Oh, hallo. Hi. Ja, willkommen Leute zu The Survey, ein neues Horrorspiel. Ihr seht meine wunderhübsche Fresse in diesem Spiel. Und wenn ihr euch fragt, warum das so ist und wenn euch das stört, dann seid froh, denn es könnte auch euer Gesicht sein, was hier zu sehen ist. Also lieber meins als euers, denn dann müssten alle kotzen. Das gilt für die, die sagen, warum sieht man deine dumme Fresse? Nicht für alle anderen. Also, hallo. Also, für alle, die mein Gesicht gerne sehen in solchen Horrorspielen, seid willkommen. Für alle anderen. Kann's doch auch nicht ändern. Die Leute wollen es sehen. Mensch. So. Ich habe ein bisschen Erkältung, glaube ich. Also, mein Hals ist ganz schleimig. Meine Hand. Okay, Leute, ich mache Schluss hier. Ich mache hier erstmal Schluss. Danke, danke, das war's. Für den ersten Part soll das reichen. Das war's mit The Survey. Ich habe Gänsehaut am ganzen Arsch. Ah, ja, nächstes Mal geht's weiter mit meiner wunderhübschen Fresse. Bis dann mit The Survey. Tschüss. Vergesst nicht zu bewerten. Dankeschön, auf Wiedersehen. Hi Leute, willkommen zurück zu The Survey. Ich habe mir extra die Haare gemacht, weil das Äquivalent zu hohe Haare ist ja wenig Hirn. Oh, Lilith. Ah! Ah! Ich glaube, Lilith hat uns gerade zerhackt und ich habe meinen Monitor angespuckt. Die Kinder wurden so dermaßen misshandelt von dem Mistkerl an Vater. Das ist so eine Verschwendung an Mensch, dieser Drecksack. Nein, 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 nein. Ah! 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 Mach das doch nicht! Ach, Kinder, macht doch nicht immer so eine Scheiße, darf ich jetzt mal lesen. Hey Leute, ich bin der Bruger und wir spielen ein Unity-Spiel von Stormlord Games. Ja, Deutsch und Englisch ist bei mir immer so ein bisschen schwierig. Vor allem Deutsch habe ich Probleme, das wisst ihr. Es wurde vom enigmatischen Edgar Atherton gebaut und Atherton lebte. Und Edgar Atherton wurde beschuldigt, dass er dafür verantwortlich sei. Weil, ja, darum... Mache ich das ja, um Freude, Freude zu vermitteln, wenn ich sowas spiele, solche Horrorsachen, ne? Oh, Alter, was zum... Da will jemand... Ich habe übrigens wieder einen geilen Bobo-Scheitel, kennt ihr das? So eine Arschfrisur? Wenn ich ein bisschen längere Haare könnte ich mit Zöpfchen flechten, dann würde ich sehr, sehr schön, sehr hübsch aussehen. Ja, ja. Oh, okay, am Arsch ist die Ente fett. Willkommen im Atherton-Anwesen. Approach the grandfather clock. Approach the desk. Und approach the library door. Ja, also dieser Atherton wusste, dass wir herkommen. Ah, ich habe eine Vision. Paranormale Signale werden von dieser Zeitung abgestrahlt. Oder so. Wir machen weiter in dem komischen Herrenhaus. Also wenn ich meine Teller so einräumen würde, hätte ich nicht mehr viele, ganz ehrlich. Ich habe ein bisschen Eier, also es tut mir leid. Oh.
Eine Manifestation! Davon flog, war wie das Geräusch eines, als würde eine Zigarette irgendwie was verbrennen. Wie ein, also Verbrennung einer Zigarette, ne? Ich übersetze wieder komisch. Ja, ich weiß. They all float down here. They all float. Ah! Nee! No! Schreibt mir, was ihr denkt. Gebt mir gerne ein Like da drauf oder auch nicht. Habe ich euch zu viel versprochen? Ich glaube nicht. Ja, ein tolles Spiel, ne? Wir spielen heute Share. Ein Horrorspiel. Natürlich ein Horrorspiel, was denn auch sonst? Ah, muss ja lenken. Warum sagt mir keiner was? Warum hängt man und warum legt man und warum stellt man solche Bilder bei sich auf? Guck mal, was ist das? Ja. Also mit der Leiter hier. Guck mal, der Powerrusse hier. Oh, rennt man Berg rauf. Ja, komm. Oh, komm hier. Was bist du für einer? Hallo? Oh! Nein! Wo rennst du hin? Mann! Der lebt ja noch! Aber wie? Oha, was zur Hölle? Ich bin wieder auf der Mühle. Hey, was war das, Leute? Ich mache hier Schluss. Ein krankes Spiel. Guten Tag. Hey, Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Boogeyman. Ist ein Horrorspiel, wurde mir empfohlen, gibt's auf Steam. Bla. Ah, willkommen zurück zu Boogeyman. Okay, Keypad. Ah! Was war das? Oh. Da läuft einfach mal Alma hier durch. Oh nein, halt! Oh, ich bin so dumm, da saß er doch. Oh. Leuchtstäbe nehmen. Oh, oh Gott! Oh Gott! Oh. Bom, bom, bom. Guck mal, wie der Undertaker läuft sie hier durch. Hey. Hey, Leute, ich bin der Bruga und... Guck mal, da dreht sich einfach nur der Mais. So, als wird er fahren. Sophie's Curse ist vorbei. Den Scheiß spiele ich nicht mehr. War lang genug. 7 Parts. Wer spielt so eine Rotze? 7 Parts, ganz ehrlich. Hey, Leute, willkommen zu Notes of Obsession. Da lacht sie. Das war nicht lustig. Guess who? Ah! Was zur Hölle? Nein, nein, nein! Ah! Oh! Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Outlast 2. Ah! Ah! What the fuck? Oh! Oh! Alter! Oh! I'll bleed you in the yard! Oh! Ach du Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Halt noch ein bisschen durch! Ah! Au! Ich schau wieder die Brille, Mann! Oh! Nein, 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 nein! Oh! Oh, voll in den Sack! Ja, das war die Demo! Danke fürs Zusehen, Leute! Alter Schwede, was für eine Sause! Natürlich wird es im Hauptspiel nicht so laufen, hoffe ich doch. Dann werden wir nämlich nicht kastriert. Unfreiwillig. Hey Leute, ich bin der Bruga und wir spielen heute Dead Man's Journey. Wurde mir empfohlen vom Schauerland und ich würde sagen, wir fangen mal an. Wow, ist gar nicht laut. Ah! What the fuck, du Arsch. Ah, 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 ah.
Ich gehe ja schon wieder. So, ja, für das schöne Spiel hier, dass ich durchspielen kann. Haha, vielleicht kann man es auch gar nicht. Ja, alles säuselt hier vor sich hin, der Generator. Guck mal, übrigens, ich hab einen Dark Souls Shot. What the fuck, ey? Moin Leute, ihr habt ja in den Kommentaren geschrieben, dass es zu Resident Evil 7 verschiedene Endings gibt. Und da ich das schon kenne, werde ich das jetzt vielleicht mal meine liebe Freundin Lia spielen lassen. Yay. Bitte, Schatz. Immer ins Mikro reden, ne? Jaha, aber da... Jaha. Jaha. So, da geht's los. Resident Evil 7 Beginning Hour. Da ist doch nichts. Da ist so eine ekelhafte Puppe ist da nur. Guck mal, das ist das Telefon. Ich kann dir schon mal ein bisschen was verraten, also, Oh Gott, ich wusste es. Ich dachte, die steht jetzt voll hinter mir. Nein. Welcome to the- oh Gott. Okay. Hier sind überall alles knack. Ich freue mich, wie gesagt, sehr aufs fertige Spiel. Oh Gott, nein, lange Dunkelflure. Ach ja. Ist doch niemand. Guck mal, da ist. Du weißt doch, wie es ist, gerade wenn man damit rechnet, dass was kommt, kommt nichts. Und achte mal jetzt. Hab ich nämlich nicht gemacht. Achte mal genau auf die Typen, die waren. Ich merke, dass du zitterst so ein bisschen, ne? Also, nee, zittern. Der Sessel macht so ein bisschen. Guck. Ja, ich glaube schon. Kennst du Blair Witch? Ja. Würde ich jetzt vielleicht so ein bisschen daran erinnern. Also das ist bei jedem, wo ich es gesehen habe, war genau dieselbe Reaktion. Warum steht der da denn so? Nein. Geh da einfach hin, der macht nichts. Komm. Hallo. Der ist nett, der wird spielen. Der hat ein bisschen Ketchup gegessen. Der Produzent. Oh, hier knackt's überall. Das war mein Bein. Nein, das war nicht dein Bein. Ich habe mein Bein gestreckt und es geknackt. Nein. Und dann schreckt sie sich. Oh, ohne Sound war das gar nicht so schlimm, ne? Aber dieses überall die ganze Zeit knackt. Ich find's cool so ohne Sound. Oh Gott. Nein! Alles gut, der macht dir nichts. Der will nur Hallo sagen. Übrigens, wenn du an die Möbel läufst, dann schart das auch so, also nicht erschrecken. Ne? Nur mal so. Oh Gott. Ja, komm, geh jetzt. Es war nur eine Puppe. Mann. Nur eine Puppe, sagst du, weißt du? Okay, ich habe bestimmt doppelt so laut und schrill geschrien wie du, aber... So, jetzt gucke ich dich hin, jetzt kommt wieder dieser komische Typ. Welcome to the family, son. Alles klar, Lia, du warst sehr tapfer, Schatz. Leute, danke fürs Zusehen und lasst noch ein bisschen liebe Worte da. Ihr könnt auch gerne mal einen Daumen hoch geben, ja? Das kostet euch nur einen Klick. Ich weiß, das habe ich lange nicht mehr gesagt, aber... Wäre cool. Ist aber das dein gutes Recht. Ist nur ein Klick. Was heißt Recht? Ich bitte darum, ich möchte, ja. Ich verlange nicht. Ja. Aber... Ist ein Klick. Schreibt was, klickt und tschüss. Hey Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Der größte Dank geht natürlich an Bruger. Ja, also vielen, vielen Dank für die Bereitstellung deines Materials. Denn ohne seine Zustimmung würde dieses Video gar nicht existieren. Ihr würdet es gar nicht sehen können. Also richtig großes Dankeschön an dich an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Du bist der Beste. Also ohne dich kann man abends nicht mal einschlafen. Zumindest ich nicht. So, vielen, vielen Dank. Das klingt zweideutig, soll es aber nicht sein. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.